und willkommen zu einem neuen Video. Mein letztes Video war ein Zeig mir mal Video, wie ihr eventuell schon gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr gerne mal dort vorbeischauen. Ihr habt auf jeden Fall dafür gestimmt, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Und das werden wir bald auch machen. Aber ich habe in diesem Video unsere Abstell- bzw. Vorratskammer gezeigt und habe schon im Video gesagt, dass es im Moment wirklich darin aussieht, als wäre eine Bombe eingeschlagen und es sieht einfach katastrophal aus. Ich weiß nicht warum, alle paar Wochen räume ich das auf und dann sieht es irgendwann wieder so aus, es wird alles reingeknallt und ja. Deswegen dachte ich mir, räumen wir das heute mal zusammen auf. Und deswegen würde ich auch direkt schon sagen, verlieren wir keine Zeit und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, als allererstes mache ich mal Licht an, weil darin ist natürlich kein Fenster, das heißt, man sieht kaum was. Und ich räume jetzt erstmal alles aus. Also da steht ja ein Regal, wo unsere Vorräte drin sind und unten noch so ein paar Kochutensilien. Und ja, der Rest des Raumes ist einfach katastrophal. Sieht aus wie so eine Müllkippe, weil da Taschen drin sind. Da ist auch noch eine Tasche mit Kleidersachen, die unbedingt in den Altkleidercontainer muss. Und ja, ich werde das jetzt erstmal ausräumen, damit ich darin noch Platz habe. Und dann können wir anfangen, alles zu sortieren. Wie kann so viel Kram in diesen kleinen Raum passen? Das ist echt unfassbar. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt erstmal alles rausgeräumt. Das hier sind überwiegend alles Taschen. Wie gesagt, steht da noch eine Tasche mit Altkleidersammlung und unsere Getränke sind da drin. Dann ist hier noch so eine Box, da kommt meistens unser Altpapier rein. Und in dieser Tasche ist auch noch was. Das können wir nachher erstmal runterbringen, beziehungsweise ich. Denn Jakob ist schon auf der Arbeit. Ich dachte mir, das nehme ich mir heute so als Tagesziel, damit ich das hier mal alles erledigen kann. Und hier steht jetzt auch noch ein bisschen, das sind noch so einzelne Dosen, die jetzt irgendwie da drin waren. Dann diese Süßigkeiten, dass sie da standen, wusste ich noch nicht mal. Und ja, hier auch noch so ein paar Getränke und noch eine Weihnachtsdose. Das weiß ich nicht, da können wir jetzt mal zusammen reingucken. Okay, da sind ernsthaft noch Weihnachtsplätzchen drin. Okay. Okay, wir haben definitiv die Kontrolle übers Leben verloren. Und so sieht jetzt der Abstellraum aus. Er ist freigeräumt. Wundert euch nicht, der Boden ist super schmutzig, aber das kriegt man auch nicht mehr mit Putzen weg. Das sind die gleichen Fliesen wie im Wohnzimmer und die ziehen den Schmutz irgendwie praktisch an. Ich werde hier natürlich gleich mal durchkehren und ich werde auch heute das hier so ein bisschen aufräumen und da hinten nochmal Ordnung machen. Wir hatten ja mit den zwei Kisten da soweit mal Ordnung gemacht. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch so ein bisschen verbessern. Und dann räume ich mal alles hier ein. Ja gut, ist auf jeden Fall viel besser, wenn das hier leer ist. Aber dann hoffe ich, wenn ich das gleich hier wieder ordentlich hinstelle, dass es besser klappt. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Fly,
Ist wieder schön eingeräumt und der Boden ist sauber. Ich habe mir jetzt hier einen Hammer und auch Nägel besorgt, denn wir hatten vorher die Getränke hier auf dieser Seite stehen und hatten hier einen Nagel drin, wo wir die Tasche aufgehangen haben für die Pfandflaschen. Ich würde die Getränke aber gerne jetzt an diese Seite stellen, vor allen Dingen, weil hier an der Wand auch mehr Platz ist, um die Tasche aufzuhängen, weil wenn man hier rumkommt, dann knallt man immer direkt dagegen. Deswegen werde ich jetzt hier einen Nagel reinkloppen und erstmal hoffen, dass das hält, ne? Bei den komischen Wänden hier und dann die Tasche aufhängen für die Pfandflaschen. Aber die Tasche möchte ich tauschen, denn die wir hatten, die müssen wir jetzt langsam mal entsorgen. Wenn da irgendwie zum Beispiel so Getränkedosen oder so drin waren oder Flaschen, also Glasflaschen, dann ist da schon mal was ausgelaufen und die Tasche sieht echt nicht mehr so fresh aus. Ich mache den noch extra so ein bisschen schräg rein, damit die Tasche da hängen bleibt. Ich habe mich jetzt hier für die entschieden. Die passt und die bleibt jetzt hier hängen und da kommen dann die Pfandflaschen rein. Oh damn, I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard. Sieht das jetzt einmal aus. Hier stehen die Getränke und hier die Tasche für die Pfandflaschen. Hier haben wir halt noch so einen Kalender hängen, der hat hier am besten hingepasst. Und ja, jetzt gebe ich mich hier dran. Ich möchte nämlich jetzt das ganze Papier klein machen. Also jedenfalls die Kartons, die noch so groß sind. Und dann gucke ich mal nach den Taschen hier. Und dann kann ich das Papier gleich schon runterbringen, dann ist das schon mal weg. Und dann muss ich das auch nicht wieder hinten reinstellen, bevor das nächste Chaos entsteht. So, das Altpapier ist jetzt sortiert. Unsere Kiste, wo das reinkommt, ist jetzt wieder leer. Ich werde mir aber jetzt doch nochmal Nagel und Hammer holen und hier doch nochmal einen Nagel reinhauen. Denn ich habe jetzt unsere Tragetaschen, die man zum Einkaufen und so benutzt, mal sortiert. Und ich habe da so eine kleine rote Tasche, so eine Stofftasche, die nehmen wir immer mit ins Auto. Wir haben nämlich in den letzten Wochen immer das Problem gehabt, dass wir keine Taschen im Auto hatten. Und dann haben wir wieder eine neue gekauft oder haben die Sachen so reingeknallt, sind dann wieder hoch, Taschen holen und so weiter. Und die kleine Tasche soll eigentlich immer im Auto sein, damit man mehrere Taschen darin hat. Und ich habe aber noch eine andere große Tasche, wo die restlichen sind. Ich habe auch noch hier in dem Schrank, in dem Einbauschrank da hinten, eine ganze Tasche voll mit Tragetaschen. Und ich wechsle die dann auch immer mal wieder. Und hier werde ich jetzt die hinhängen, die dann hier bleiben, wo wir uns dann immer wieder eine rausnehmen oder wo man mal tauscht. Und da hänge ich jetzt die Tasche ran. Perfekt, dann hängen hier jetzt die Taschen, wo man sich dann immer wieder eine nehmen kann. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier noch so ein bisschen räume. Hier ist eigentlich soweit alles aufgeräumt, aber ich wollte die Sachen mal wieder richtig stellen. Hier war sogar noch eine Tasche, wo neu gekaufte Dinge drin waren. Ja gut, ist das normal? Ich weiß es nicht. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow, we just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day is like a week. Oh mein Gott, ich bin endlich fertig. Der Abstellraum sieht wieder aus wie bei normalen Leuten. Ich habe da jetzt nochmal so ein bisschen aufgeräumt und ein paar Sachen aus der Packung rausgeholt. Da habe ich jetzt erstmal die Dose hingestellt mit den Weihnachtsplätzchen. Da muss ich noch mal gucken, ob die gut sind. Weil eigentlich passiert da ja nichts dran, aber wenn, dann werfe ich die natürlich weg. Aber da haben sie jetzt erstmal einen Platz gefunden. Da habe ich unten noch eine neue Pfanne hingestellt. So alles so ein bisschen an seinen Platz gebracht. Und hier sieht es jetzt so aus. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man sieht den Boden wieder und hier ist keine Unordnung mehr. Hier ist jetzt die Tasche. Da ist die Tasche für die Pfandflaschen, unsere Getränke.
Und das sind aber nicht alle, denn wir haben im Auto noch ein paar. Und in diesem Barfach über der Kommode hier haben wir natürlich auch noch ein paar. Und vor allen Dingen im Kühlschrank. Ihr wisst, ich liebe kalte Getränke. Dann da den Pappmüll. Das habe ich eben noch da reingeworfen. Das werde ich aber noch zu den anderen Sachen packen. Dann kann das noch direkt mit in den Müll. Und die Tasche, die ins Auto kommt. Und jetzt sieht es hier wieder ganz normal aus. So, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würden wir uns natürlich wie immer sehr freuen. Ich habe mir halt einfach gedacht, wenn ich das jetzt aufräume und mal wieder klar Schiff mache, was dringend notwendig war, wie man gesehen hat, nehme ich euch einfach mal mit. Und ich weiß gar nicht, wie lang oder kurz dieses Video geworden ist, aber ne, ihr kennt mich. Ich liebe so spontane Videos. Und die kommen ja auch meistens immer ganz gut bei euch an. Von daher schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Dann werde ich das vielleicht in anderen Räumen auch noch so machen, weil ich glaube, man kennt das. Ne? Man hat in jeder Wohnung bzw. in jedem Raum vielleicht immer so eine kleine Ecke, die einen stört. Und bei uns war es jetzt der Abstellraum und die Vorratskammer. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass es wieder ordentlich aussieht. Ich habe auch noch ein paar Schüsseln von meiner Oma gefunden, die da mit drin waren. Die gebe ich ihr wieder. Dann ja, hat sie die dann auch mal wieder. Ne? Man kennt das ja, Tupperware kriegt man eigentlich nie wieder. Ich glaube, ich habe noch ein paar Dosen bei Vanessa. Also ja, die sind immer auf Wanderschaft, würde ich mal so sagen. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für dieses Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!